Karl-Heinz Brodbeck, wir sitzen hier in der Nähe von München in deinem Wohnzimmer. Ich durfte gerade schon dein Arbeitszimmer sehen, in dem genau du dein Hauptwerk auch geschrieben hast oder viele Bücher, die du publiziert hast, verfasst hast. Genau, ich habe heute schon viel mit Geld gedacht. Ich habe schon mir Brötchen beim Bäcker gekauft und eine Überweisung getätigt, aber noch nicht über Geld nachgedacht. Das versuche ich jetzt mit dir nachzuholen und eben das Phänomen Geld in den Mittelpunkt zu stellen. Du bist emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Kreativitätstechniken an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt gewesen und auch Lehrbeauftragter an der Hochschule für Politik in München. Und als ich dich gestern gegoogelt habe, hat Wikipedia dich genau zum einen als Ökonom, aber eben auch als Philosoph, Kreativitätsforscher und Wirtschaftsethiker sozusagen, ja, ich glaube, du magst den Begriff nicht, aber als Universalgelehrten beschrieben. Genau, und zu meiner ersten Frage, wie bist du denn als Ökonom auf die Philosophie gestoßen? Oder genau, also wieso beschäftigst du dich auch mit der Philosophie? Ich kann eine chronologische Antwort geben und eine sachliche. Ich fange mit der chronologischen an. In meiner Jugend war ich, wie viele meiner Freunde, natürlich ein bewegter 68er. Das heißt immer, man hat sich an Marx orientiert. Und Marx ist ja nun irgendeine Zwischengestalt. Er ist beides, Ökonom, Philosoph, er wird als alles Mögliche und politischer Aktivist natürlich gehandelt. Und da kam ich eigentlich her. Ja, das hat sich dann erst später getrennt. Die eigentlichen ökonomischen Fragestellungen haben sich dann später in einem Studium der Ökonomie ergeben und die philosophischen habe ich in einem parallel laufenden Studium der Philosophie noch vertieft. Ja, das war von der Fragestellung her längst losgelöst dann von meinem Ursprung. Aber rein chronologisch und auch ein bisschen sachlich, weil ganz losgeworden bin ich dem Marx nie. Er ist ein wichtiger Philosoph, man muss ihn kennen, er ist auch ein wichtiger Ökonom. Und es ist eine gute Lehre, durch seine Begriffe hindurchgegangen zu sein. Man erkennt das bei Leuten sofort, wenn sie das drauf haben oder wenn sie nur äußerlich so ein bisschen kokettieren. Ja, ich bin zwar jetzt Millionär, aber irgendwie bin ich noch links. Ja, so. Wenn man diese Vorstellung von Marxismus hat, verfehlt man ihn eigentlich und verfehlt eigentlich auch Philosophie und Ökonomie gleichzeitig. Ja. Also ganz einfach, ich bin nicht nur dazu gekommen, es war immer schon da, kann man sagen. Von meiner frühesten Jugend an, mein erster philosophischer Text habe ich mit 15 geschrieben. Das war noch, da wusste ich noch gar nicht, wer Karl Marx ist. Also ich bin eigentlich, kann man sagen, von der Essenz her, von der frühesten Substanz her bin ich eigentlich Philosoph, wenn man so dieses große Wort anwenden darf. Ja. Ja, dein knapp 1200-seitiges Hauptwerk trägt den Titel Die Herrschaft des Geldes. Was genau beherrscht uns denn da? Kleine Korrektur. In der dritten Auflage sind sogar 1500 Seiten. Die Herrschaft des Geldes hat noch einen Untertitel, der mir wichtig ist, also Geschichte und Systematik. Das heißt, ich habe in diesem Buch auch zugleich so etwas wie die Denkgeschichte, die Philosophiegeschichte des Geldes mit einbezogen. Systematik heißt, ich habe bestimmte Fragen auch systematisch bearbeitet und erklärt. Das nur zur kleinen Erläuterung dieses Buchtitels. Herrschaft ist eine Form, die entweder das Personal sein kann, also ein Mensch beherrscht mich, indem er Macht ausübt. Das ist hier nicht gemeint. Herrschaft heißt für mich eine sachliche Herrschaft, so wie mich einfach die Tatsache beherrscht, dass ich biologisch verkörpert bin, dass ich essen muss, dass ich trinken muss. Das beherrscht mich ja auch, ja. Dann gibt es noch mehr Dinge, die eher eine geistige Natur haben, die uns beherrschen. Ein Gedanke beherrscht mich, ich komme nicht los von ihm. Ja. Ein Gefühl, ich bin verliebt, dann beherrscht mich dieses Gefühl. Also
Herrschaft ist insofern nicht nur dinglich zu verstehen. Und das ist wichtig beim Geld. Das Geld ist nicht eine äußere Sache, die über mir steht und mich so beherrscht wie ein Herr mit entsprechenden Waffen oder was auch immer mich beherrscht, sondern Geld ist etwas, das herrscht in meinem Denken. Ja, und es herrscht im Denken der anderen. Und weil wir das gemeinsam tun, merken wir es gar nicht mehr, so wie Sprache. Sprache beherrscht uns, ja, dass Sprache und Bewusstsein untrennbar verbunden sind oder zumindest scheinen. Das ist selbst, die Sprache beherrscht uns, unseren Geist, ja. Und das Geld ist eben eine besondere Form innerhalb des Bewusstseins. Und diese besondere Form zu untersuchen, das war meine Aufgabe. Wie haben andere darüber nachgedacht? Haben sie das überhaupt gesehen? Die meisten glauben ja, Geld ist ein äußerer Gegenstand. Das ist etwas da draußen, wir gucken nach außen und gehen dann mit irgendwelchen Methoden auf das Ding los und sagen, das ist die Erklärung des Geldes. So ist es eben nicht zu verstehen, sondern das Geld ist ein Phänomen, das uns zu innerst zu eigen ist. Ja? Und zwar so sehr, dass wir es gar nicht mehr bemerken. Dazu hast du auch eine spezielle Methode oder, nein, Methode, das wirst du ja gleich erläutern, verwendet, die Phänomenologie des Geldes. Genau, was würdest du sagen, was fehlt denn bei anderen Denkern wie Marx, Keynes, Smith, die sich auch mit Geld auseinandergesetzt haben? Also Phänomenologie ist eine Methode, wo man sich den Sachen direkt zuwendet, ohne mitgebrachte Methode und vorgebrachten Blickwinkel. Natürlich können wir den nie ganz loswerden. Schon wenn ich sage Blickwinkel, dann ist ja mein Vorurteil das, dass eine Sache sich visuell zeigen müsse. Ja, das ist natürlich nicht der Fall. Ja, man hört ja auch Geld, und zwar nicht als klingende Münze in der Schatulle, sondern wie wir über Geld nachdenken, innerlich, im inneren Dialog. Ja, also es gibt viele Zugangsweisen, will ich damit sagen. Die Form, wie wir über Geld nachdenken, ist aber entscheidend, um es überhaupt zu erkennen. Ja, es ist uns viel näher, als wir glauben. Ja, wie die Sprache, wenn ich mich hinsetze und sage, was ist eigentlich Denken? Und da fange ich an nachzudenken und habe einen inneren Dialog und dann plötzlich merke ich, hey, ich bin ja schon mittendrin. Ja, das ist Phänomenologie, dass man anfängt, das zu entdecken, was ja eigentlich immer schon da ist, was nur verdeckt ist durch komische Zugangsweisen. Und wie ist das Geld in uns da? Gut, wir haben auch einen äußeren Bezug. Ja, wenn ich meine Börse aufmache und da ist ein 50-Euro-Schein drin, habe ich einen äußeren Bezug zu diesem Papierzettel. Ja. Aber nicht zum Geldwert, der darin verkörpert ist. Ja. Wenn das zum Beispiel ein alter Geldschein ist von 1800 irgendwas, ja, und ich ziehe ihn raus, dann komme ich nicht auf die Idee zu sagen, das Geld, es war mal Geld, ja, jetzt ist es nur noch Papier oder ein Kunstobjekt oder was auch immer. Also um Geld zu sein, muss mehr passieren. Es gibt schon diese Blickrichtung nach außen, auf einen äußeren Bezug, auch eine Blickrichtung auf einen anderen zu, ja, auf den, dem ich ein Geld gebe oder von dem ich Geld verlange. Da habe ich auch den Blick zum anderen. Aber Geld ist vor allem ein innerer Prozess des Geltenlassens. Ja, wir lassen es gelten. Ja. Der Punkt ist, dass wir in der ökonomischen Theorie und in der Philosophie ganz besonders, da wird es dann geradezu schrecklich, finde ich, immer auch von Werten sprechen. Ja. Da gibt es Werte und die Werte müssen wir einhalten oder wie auch immer. Aber der Punkt ist, Geld hat eben nur dadurch einen Wert, dass wir es verwenden. Ja. Wir sprechen ihm dadurch einen Wert zu, dass wir es verwenden. Da machen wir nicht etwas Besonderes, so wie wenn ich sage, du bist hässlich, du bist dumm. Du bist schön, oder das ist ein äußerlicher Bezug, den ich auf eine Person oder was weiß ich, auf ein Ding habe, indem ich was hinzufüge, ein Urteil, ein Werturteil. So ist es ja beim Geld nicht, sondern der Wert des Geldes entsteht dadurch, dass ich es verwende. Dann ganz selbstverständlich daran glaube, dass, wenn ich es dir jetzt gebe, ja, ich gebe dir jetzt einen 50-Euro-Schein, dann hast du kein Problem zu erkennen, dass das 50 Euro wert sind. Ja? Denn die Übergabe als solche ist die Anerkennung des Wertes. Und gleichzeitig entsteht durch die Bewegung, den Austausch, den wir beide dann praktizieren, entsteht auch der Wert erst. Der ist nicht vorher schon irgendwie da. Das erkennt man daran, dass er über Nacht verschwinden kann.
Ja, ich gebe dann eine Aktie und sage, schau, ein Geschenk für dich, was ganz Besonderes. Und du schaust am nächsten Tag in die Zeitung und siehst, die ist abgestürzt, die ist nichts mehr wert. Ja, also Werte können verschwinden in der Ökonomie ohne Probleme. Das heißt, es gibt nichts Substanzielles hinter dem Geld. Geld ist eine merkwürdige Bewegung, in der sich Werte selbst erschaffen. Ja, gleichsam durch die Bewegung wird der Geldwert immer wieder neu erschaffen. Und diese Art von Verständnisweise erlangt man eben, wenn man einen, jetzt sage ich mal nicht phänomenologisch, sondern einen vorurteilsfreien Blick auf die Dinge hat. Also eben nicht gerade nach einer Ethik des Geldes sucht oder auch nach einer Philosophie des Geldes. Das kann man alles dann machen, ist kein Problem. Aber wenn ich sage Phänomenologie des Geldes, ist es eigentlich fast schon zu viel, weil ich dann schon die suggeriere, jetzt wende ich eine Methode an und dann erscheint das Geld. Ja, das ist es ja gerade nicht. Und du verwendest den Begriff der Vergesellschaftung des Geldes, also Geld als Ja. Vergesellschaftung. Genau, was meinst du genau damit? Und vielleicht auch noch mal genau gesagt, was ist denn das Negative am Geld? Ja, also ich will nichts Negatives am Geld finden. Ich will auch nichts Positives dran finden. Ich will einfach wissen, was es ist. Was ist Geld? Und dann können wir uns entscheiden, welche Haltung wir sonst noch einnehmen zum Geld. Insofern sind es die berühmten drei Kantschen Fragen. Ja, erste Frage. Ich möchte wissen, wie etwas ist, was es ist. Ich will es erkennen. Das zweite ist also, wie kann ich etwas erkennen? Das zweite ist, was soll ich tun? Jetzt kommt die Werthaltung dazu. Und das letzte ist dann, was kann ich hoffen? Das geht dann über alles hinaus. Ja, da wird es dann transzendent, wenn man so will, oder spirituell. Ja. Und ich bleibe bei der ersten Fragestellung. Ja. Was ist es? Ja. Und darum, also. Alle weitergehenden Fragen kommen erst viel, viel später und falls sie überhaupt kommen. Geld, Phänomenologie des Geldes, soll uns eine Sicherheit geben, dass wir auf einem Fundament der Erkenntnis stehen, von dem aus man urteilen kann. Ja, weil sonst, wenn man über Geld redet, haben wir schnell neue Modelle entdeckt und weiß Gott was alles und stellt sich vor, was man alles mit Geld tun kann und wie man es verändern kann. Das ist da. Die heutige Jugend ist ja ganz schnell damit dabei. Wie können wir das verändern? Wie können wir es positiv umgestalten und so weiter? Bevor ich das mache, muss ich erstmal verstanden haben, was es ist. Ja. Und da braucht man ein bisschen Geduld. Das dauert, das ist eine sehr unangenehme Eigenschaft in der Erkenntnis, dass man Dinge nur erkennt, wenn man etwas Geduld hat. Ja. Es ist nicht der erste Blick, der die Wahrheit zeigt. Ja, in der Projektgruppe Die Gesellschaft nach dem Geld in Bonn, aber auch eben unterschiedliche Kommensdiskurse stellen sich der Frage, ob man andere Formen der Vergesellschaftung etablieren kann oder einüben kann. Würdest du sagen, Geld ließe sich abschaffen oder durch andere Formen der Vergesellschaftung ersetzen? Ja, es lässt sich sicher ersetzen in dem Sinne, dass es Kulturen gibt, die Geld noch gar nicht haben. Ja, also geht es. Es sind Gesellschaften, das heißt eine Einheit von vielen. Dann ist es irgendeine religiöse Form, die sie zusammenhält. Das geht natürlich, ganz ohne Zweifel. Aber wir können, wenn wir von Vergesellschaftung reden, müssen wir erstmal uns klar machen, der Begriff sagt ja Einheit der Vielheit. Wer sind die vielen? Ist das die Weltgesellschaft? Sind das, wie viel sind wir inzwischen? 8,2 Milliarden, glaube ich, gell? Sind es 8,2 Milliarden Menschen auf dem Planeten Erde oder sind es 150 Menschen, die irgendwo schön als Wohngemeinschaft, Kommune zusammenleben und alles durch Gespräche untereinander ausmachen? Wer ist das? Ja? Also man muss da nicht so abstrakt rangehen, sondern guckt sich das wirklich konkret an. Ich glaube nicht, dass eine globale Gesellschaft ohne Geld überhaupt denkbar ist. Ja? Es kann sein, dass man sie durch Zwangsformen ersetzen kann, die mehr oder minder aus der Kommunikation herkommen. Also es ist durchaus denkbar, dass wir alle Menschen wie Roboter behandeln, mehr oder minder. Ja, ich fürchte, das ist gar keine so utopische Vorstellung. Und zwar rein über Zuordnung von Indizes, Scores und so weiter, was wir leider in China ja beobachten können. Und dann findet ein Zusammenhalt der Menschen einfach über diese neuen Bemessungsgrundlagen statt. Der Punkt ist nur,
Das sieht jetzt zunächst aus wie eine geldlose Gesellschaft, die durch Zwang oder was auch immer oder meinetwegen auch freiwillige Einigung auf einige Formen zustande kommt. Aber der Punkt ist immer, wir rechnen ja immer noch in bestimmten Einheiten. Und wir sind ja immer noch gezwungen, unsere Beziehungen untereinander auch quantitativ abzubilden. Ja, ich muss wissen, wann lieferst du mir jetzt das Getreide, wann kriege ich deinen Hammer? Und also ich bin sehr elementar in meinen Beispielen. Das muss ja abgesprochen und aufeinander bezogen werden. Und dieses Aufeinander beziehen führt dann dazu, dass man aneinander misst. Ja, ich kriege einen Hammer, und du lieferst mir dafür einen Sack Getreide. Ja, und schon sind wir wieder in der Tauschwirtschaft, schon haben wir wieder Rechnungseinheiten, schon haben wir wieder latente Geldverwendung. Also es ist nicht einfach möglich, schnipp und Geld verschwindet. Ja. Es ist interessant, das auch empirisch zu beobachten. Es war ja so, dass im 19. Jahrhundert herrschte das unter den Sozialisten als stehende Parole. Ja, der Weitling zum Beispiel hat gesagt, das Geld muss abgeschafft werden. Und dann hat das auch durchaus die Bolschewiki haben das in Russland übernommen. Und es ist interessant, dass die zwei Cheftheoretiker, Preobrazhensky und Bukharin, als die nach der Russischen Revolution in Anfang der 20er Jahre, ich glaube es war 2021, herrschte eine Inflation in unserem Verständnis. Ja? Also der alte Rubel hat sich, weil man den Trick mit dem, über den Staatshaushalt zu finanzieren, indem ich einfach die Geldpresse betätige, auf den kommen natürlich Kommunisten auch, das ist klar. Also hat man das auch gemacht und hatte plötzlich eine veritable Inflation. Und dann kommt Preobrazhensky und Bukharin und sagen, ja prima, das Geld schafft sich von selbst ab. Ja, es hebt seinen Wert selbst auf. So war die Hoffnung. Das ist natürlich Unfug, das ist nicht passiert, sondern da bricht dann nur die Wirtschaft zusammen. Dann gibt es keine Koordination mehr. Also das, was das Geld tut, nämlich vergesellschaften, das hört dann irgendwann auf. Und das ist in fast allen Gesellschaften so. Die versuchen über alternative Modelle das Geld wirklich ganz abzuschaffen. Da tritt immer etwas an die Stelle, was selbst wiederum Geldform hat. Ja. Und auch die Vorstellung, bei Marx war es ja, es sind Werte, die hinter all diesen Geldphänomenen stecken, letztlich Arbeitswerte, also das, was an Arbeit verausgabt ist, drückt sich aus im Geld. Das war eine Vorstellung, die Kommunisten übernommen haben. Und die Schwierigkeit ist halt, dass diese Vorstellung bezogen jetzt auf die Vergesellschaftungsformen sehr rasch an irgendwelche Grenzen kommt. Also wenn man jetzt wie unter Stalin nur noch Zentralplan betont und plötzlich hatten sie aber dann doch Erfolgskennziffern. Ja, und Stalin hat da gesagt, ja, bei uns wird das Geld, also das Wertgesetz, natürlich weiterwirken im sozialistischen Staat, aber es ist eben ein sozialistisches Wertgesetz. Das ist dann immer die tolle Lösung, ja, dass man einfach ein Adjektiv davor schreibt und sagt, ja, wir haben jetzt kein Geld mehr, wir haben jetzt ein grünes Geld, sozialistisches Geld, wir haben ein lokales Geld oder was auch immer. Ja. Also durch Hinzufügen zu Adjektiven schafft man es nicht, das Subjekt abzuschaffen. Also das Subjekt meine ich jetzt im grammatikalischen Sinn, ja. Es gibt ja auch Theoretiker, die Geld, also eine Art Freiheitsversprechen implizieren. Also sozusagen, es entstehen zwar neue Abhängigkeiten, aber indem ich mich durch Geld von sozialen Beziehungen freikaufen kann, habe ich ja sozusagen, also kann Geld ja auch moralisch jetzt was Gutes sein. Würdest du sagen, dass es da institutionell oder auch politisch Möglichkeiten gibt, diese Abhängigkeiten abzubauen? Ja, also es geht mir überhaupt nicht um positiv oder negativ. Ja. Also ich will überhaupt das Geld nicht bewerten. Ich schaue mir nur einfach an, was es ist. Ja. Und daraus kann man ableiten, wie es funktioniert. Und dann können wir natürlich Schlussfolgerungen daraus ziehen. Natürlich, Geld gibt es nur mit den Menschen. Und wenn etwas, was nur für die Menschen gilt, dann können die Menschen es auch gemeinsam verändern. Da besteht überhaupt kein Zweifel, das ist kein Naturgesetz. Ja. Und wenn man jetzt sagt, Geld ist ein Freiheitsversprechen oder Freiheit,
Dann kann ich natürlich genauso gut sagen, Geld ist eine Sklaverei. Also es kommt immer darauf an, wer hat's, wer verfügt darüber, wie gelange ich in den Besitz von Geld. Also das sind mir zu abstrakte Formeln, die zwar philosophisch gut in ein Poesiealbum passen, aber uns nicht weiterhelfen fürs Verständnis. Ja. Das, der Dostojewski hat gesagt, Geld ist geprägte Freiheit und andere wiederum sagen, es ist eine neue Form von Sklaverei. Und beides ist richtig. Das ist durchaus kein Widerspruch, weil das Geld in sich selber keine moralische Dimension hat. Ja. Es ist nicht ein Moralgeber. Ja. Man kann höchstens eines sagen, das hat Wilhelm Röttgen, einer der Väter der sozialen Marktwirtschaft, ganz hübsch gesagt. Er hat gesagt, Geldwettbewerb ist ein Moralzehrer. Das kann man schon sagen. Also es zehrt aus einem System moralische Urteile, indem es sie durch Geld ersetzt. Ja, und dadurch, auf Deutsch gesagt, man korrumpiert das Verhalten oder das eigene Denken durch Geld. Am Ende der Phänomenologie des Geldes, also deiner letzten Veröffentlichung als Booklet, schreibst du, dass wir nur kollektiv aufwachen müssen. Also ich zitiere: Es gäbe nur Hoffnung gegenüber der Beherrschung des Geldes, wenn immer mehr Menschen zur Herkunft und Wahrheit dieser berechnenden, berechenbaren und damit lenkbaren Denkform der Ratio aufwachen. Was genau meinst du damit und vor allem auch wirtschaftspolitisch? Also mir geht es darum, dass wir nicht einfach nur Vorschläge machen und an irgendeinen Aspekt des Geldes anknüpfen und dann hängen wir irgendeinen Vorschlag dran und verbieten was oder erlauben was oder subventionieren was. So wird es ja meistens gemacht, ja. Da wird nichts passieren, da wird es keine Änderung geben. Also es passiert eine Änderung, natürlich, die passiert immer. Aber dass etwas zum Besseren sich wandelt, dass die Menschen nicht mehr so abhängig sind, das glaube ich nicht. Worauf ich schon ein bisschen hoffe, ein bisschen, ja, ist, dass es möglich wäre, dass Menschen verstehen, was mit ihnen passiert, wenn sie das Geld verwenden. Das ist ihnen nämlich nicht klar. Ja, wir verstehen das nicht. Wir wachsen hinein als Kinder und man strahlt. Ja, ich erinnere mich an eine Kinderzeichnung, die ich gefunden habe, als ich das Haus meines Vaters ausgeräumt habe. Da habe ich dann ein Bubi gezeichnet, der eine Münze hochhielt. Ich glaube, es war eine Mark damals oder sowas. Und die habe ich in Richtung Sparkasse getragen und nicht zum Eisstand, der links davon gemalt war. Also so dieses Programmieren der Kinder, da wusste ich noch nichts vom Geld oder so. Aber es war da, die Vorstellung, Sparen ist gut, Geld verschwenden ist schlecht. Also all diese Haltungen kommen aus der Geldverwendung und die werden früher oder später als eingefleischte, ja, nicht nur Begriffe, sondern Gewohnheiten in uns festgehalten. Und dann ist es fast nicht mehr möglich, dass wir auf der Grundlage dieser Gewohnheiten obendrauf etwas setzen, was die Sache einigermaßen in Richtung von Verbesserungen denkt. Aber was passiert denn genau mit Geld mit uns? Oder was macht Geld mit uns? Ja, Geld taucht überall in einer Verkleidung inkognito auf in unserem Denken. Immer wenn wir sagen, ich will das konkret haben, nenn mir eine Zahl, zack, war schon wieder das Geld da und hat seine Visitenkarte hinterlassen. Denn eine konkrete Zahl, das heißt, alles in einer Einheit zu messen, das ist genau der Begriff des Geldes. Ja, genau das tun wir. Und das machen wir in allen möglichen Bereichen. Ja. Was mich wirklich ja fast entsetzt hat, oder zumindest hat es mich sehr fasziniert, dass auch in hochspirituellen Texten, wenn man die liest, urplötzlich tauchen monetäre Kategorien auf, allerdings versteckt, ja, indem man sagt, also das zerfällt hier in vier Blöcke und die vier Blöcke sind gleichartig und so weiter. Woher kommt der Begriff, die Vierheit, die dann gleichartig ist? Da brauche ich den Geldbegriff, einen leeren Begriff der Einheit, die sich in vier teilt, ja. Und diese Art von Verwurzelung in unserem Denken drin, die ist so tief, die kriegt man nicht einfach raus. Ja. Das macht uns aus. Ja, im Gegenteil, das ist sogar das, was man als Rationalität bezeichnet. Ja. Wenn Thomas Hobbes hat gesagt, rationales Denken heißt berechnen, nichts anderes. Und das scheint mir doch ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Diese Vorstellung, die moderne Ratio, die Vernunft,
ist eigentlich nichts anderes, als die ganze Welt einem riesigen Rechensystem zu unterwerfen. Ja. Und vielleicht, wenn ich das noch anhängen darf, der heute so als billige Münze gebrauchte Begriff Information. Also wir sprechen jetzt nicht miteinander, wir tauschen Informationen aus. Da hört man es ja schon, was da mitklingt. Ja. Also der Punkt ist, dass diese Haltung, etwas nur äußerlich als eine Informationsmenge zu betrachten, die irgendwo drin ist und die man speichern kann und so weiter, das ist die vollkommene Perversion dessen, was im Sprechen, im Logos, an Geschichte, an innerer Wahrheit, an Vernunft, und jetzt wage ich ein Wort, an Geist drinsteckt. Ja. Es ist die Entgeistigung aller Gedanken und Systeme, indem ich sie auf Information reduziere. Information ist rein ein äußerlicher Zugang an die Dinge heran. Und das ist exakt das, was mit dem Geld passiert. Gehen wir durch den Supermarkt. Was sehen wir? Wir sehen viele schöne Waren, aber überall hängt so ein abstraktes Zettelchen dran, ja, der Preis. Und diese Haltung den Dingen gegenüber, dass man ihnen eine Zahl zuordnet, also eine abstrakte Einheit, das ist der Informationsbegriff. Ja, Informationsmenge statt Wissen. Und das ist übrigens auch ein kleiner Hinweis, da muss man jetzt natürlich tiefer einsteigen für diejenigen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, dass eine KI kann zwar Informationen verarbeiten und kann das sehr effektiv und kann es immer schneller und riesige Mengen und so weiter, aber eins kann eine KI nicht, das ist Denken. Das ist ja kein Zugang zum Geist. Ja. Und wenn man das sagt, klingt sehr altmodisch, aber ich bekenne mich dazu. Ja, ich merke schon, ich bekomme dich heute nicht mehr zu irgendwelchen politischen Antworten in Bezug auf Du das hast noch keine Geld. gefragt. Ah, okay, ich dachte, ich habe. So habe ich das aber. Ja, nee. Okay. Ich überlege gerade, ob man die Abhängigkeiten vom Geld nicht auch also politisch einschränken kann. Habe ich das nicht gefragt? Ja, aber das habe ich jetzt gerade gesagt, das geht ja nicht, weil Geld Ja, ist in genau. uns drin. Ja, Also das okay, kann oder man so. nicht. Ja. Aber es gibt natürlich das Wissen um Geld, was Geld ist, kann natürlich politisches Handeln doch sehr beeinflussen. Also was mir sehr wichtig ist, dass in Schulen nicht Informationen vermittelt werden, die man einpeitscht und womöglich schöne Häppchen und aufbereitet und nett und Bildchen dazu und all das, sondern dass man wieder Wissen vermittelt. Und es geht nur so, dass man ein bisschen Streit hat, was nicht versteht und scheitert an Überlegungen und so eine Erfahrung wieder hat, die man in einem alten Schulsystem wenigstens dadurch hat, dass man schlechte Noten bekommen hat. Ja. Ist zwar auch dieses Geldmaß schon, aber immerhin war man dann gezwungen, das nochmal zu überdenken. Und das passiert ja. Ich weiß, das Allerschlimmste ist ja, dass man dann einfach sagt, ihr habt das Abitur bestanden und wir wollen gar keine Prüfungen mehr machen, was ja, ich glaube, in Hamburg war es oder wo es jüngst passiert ist. Nein, wichtig ist mir, dass in unser Bildungssystem wieder eine Fähigkeit, die aus der ersten Vergesellschaftung, der des Logos herkommt, stärker zur Geltung gebracht wird. Und dass dieses zweite, dieses stets rechenhafte Zugehen, ja, wo man also nur sagt, ah ja, ich frage nur Informationen ab. Ja, das kann jede KI besser. Ja, und das können wir auch speichern auf dem PC. Das ist wichtig, es ist wichtig, Informationen zu haben. Ja. Aber das ist nicht alles und das ist schon gleich gar nicht denken. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, haben die Leute früher besser gedacht, wenn sie auf eine Dorfschule gegangen sind. Ja, das war doch auch nicht gerade ein sensationelles Bildungsergebnis, was dort erzielt wurde. Das mag so sein, aber da waren die Menschen auch noch sozusagen eher verwurzelt in der Erde und hatten andere Erfahrungszugänge. Ja. Und das hat sie vielleicht menschlicher gemacht in mancherlei Hinsicht. Und dass man das wieder erlaubt in der Bildung, dieser menschliche Zugang, also sprich, dass kommunikative Beziehungen nicht sofort wieder einer berechnenden Zensur unterworfen werden oder dass man sagt, ja, wie müssen wir sprechen, wie muss man das machen und ich muss es so machen wie die.
Lehrerin gesagt hat oder irgend sowas, dass diese Art von Normierung, die aus dem Geldverkehr herkommt, typisch für Geld ist Normierung, alles eine Einheit, ja, dass wir die wieder ein bisschen zurückfahren. Das wäre schon meine Hoffnung, wenn die Politik so ein Ziel mitformulieren würde. Ich sehe aber ehrlich gesagt nicht sehr viele, die das so wünschen oder wollen. Und wenn, dann gelten sie als Erzreaktionäre, was ein völliger Blödsinn ist, weil diejenigen, die neues Wissen erzeugt und produziert haben, waren diejenigen, die Gesellschaften vorangebracht haben, nicht diejenigen, die Informationen aufgehäuft haben. Ja. Wenn ich mir jetzt so aktuelle wirtschaftspolitische Entwicklungen anschaue, dann entwickeln ja Zentralbanken oder einige Zentralbanken gerade Ideen zu oder führen sie sicher ein zu digitalem Geld. Du hast dich damit, soweit ich weiß, auch beschäftigt. Was sind denn da deine Gedanken zu und welche dystopischen Zukünfte können uns da drohen? Ja, dann hört Geld auf, etwas zu sein, was vorübergehend in privater Hand ist. Ja. Geld wird ein reines Zuteilungsinstrument. Wenn es von der Zentralbank, ich habe ein Konto bei der Zentralbank, da verfüge ich ein bestimmtes Budget und die Zentralbank kontrolliert dann über eine Software genau, welche Ausgaben ich tätige. Hat er jetzt etwas gekauft, was ganz schlecht ist für die CO2-Bilanz oder etwas ganz schlecht ist für, was weiß ich, Fleischkonsum oder hat er sich ein schlimmes Buch gekauft, wo nicht gegendert wird oder wie auch immer. All das kann man ja dann überwachen. Also es wird, Geld wird dann, in der Zentralbank hört das digitale Geld auf, ein wirkliches Geld zu sein. Es wird immer mehr zum reinen Kontrollinstrument. Also insofern kann man Geld zwar nicht abschaffen, sondern man hebt es auf eine neue Stufe. Es ist aufgehoben im Hegelschen Sinn. Es ist noch irgendwie da, aber es spielt eine völlig neue Rolle. Ja, zwar die Rolle der Beherrschung. Und wir sind die schönen Sklaven mit dem Handy in der Hand, ja, die auf Scores achten müssen. Ja, ui, ich bin bei Rot über die Ampel gegangen. Wieder minus 5 Einheiten und so weiter. Also solche Dinge. Und das wird dann auch bei der Kreditvergabe berücksichtigt, bei der Zentralbank. Das normale Banksystem verschwindet. Das gibt es ja dann nicht mehr. Und Geld hört auf, vorübergehend Privateigentum zu sein. Das ist ja immer, wenn ich Geld in meiner Börse habe, dann gehört es mir wenigstens vorübergehend und ich kann frei entscheiden, was ich damit mache. Ja, das ist ja wirklich der große Befreiungsakt gewesen, über den wir vorher schon mal kurz gesprochen haben, wenn man so will, das Positive am Geld. Ja. Man kann vielleicht auch frei sein ohne Geld, aber das wollten wir jetzt, am Geld wollten wir ja zeigen, ja, es hat diesen Aspekt der Befreiung, wenn ich darüber verfüge. Aber der Punkt ist, wenn das aufgehoben ist, wenn ich niemals mehr vorübergehend im Privatbesitz des Geldes bin und frei entscheiden kann, was ich damit mache, dann ist Geld in der alten Form tatsächlich abgeschafft. Ja. Es hat sich verwandelt in eine totalitäre Form der Vergesellschaft und die etwas ganz Neues ist. Das gab es in der Geschichte bisher noch nie. Ja, so wie es das Internet nicht gab und so weiter. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es außer Logos und Ratio noch was anderes gibt. Da habe ich noch keinen Namen dafür, aber ich habe mal vorgeschlagen, Archä, das ursprünglich Herrschende, aber ich will jetzt nicht übertreiben. Das ist eine Vorstellung, die es bei den Griechen gar nicht gab, also brauchen wir auch kein altes Wort dafür. Also das ist etwas, wo ich wirklich große Bedenken habe. Und deshalb die Argumentation, dass es ja so furchtbar praktisch ist, ja, wenn ich über einen RFID-Chip in meinem Daumenballen verfüge und gehe an der Kasse vorbei und dann wird das automatisch abgebucht. Ja, sehe, das hat was unheimlich Praktisches. Ja. Und gut, in einem anderen Chip klicke ich drauf und dann erzeugt es mir ein inneres Bild. Das soll ja auch schon gemacht werden von meinem Kontostand. Wunderbar. Ja, schöne neue Welt, kann ich nur sagen. Das ist aber wirklich ein Werturteil jetzt drüber kann. Wenn das kommen sollte, dann kommt es. Ja. Da fällt mir dann nur der Satz von Marx ein, dass die künftige Gesellschaft, er denkt da immer an Kommunismus, aber lassen wir mal Kommunismus weg, einfach die künftige Gesellschaft eine sehr gleichmachende ist und dass die vollkommen abhängig ist von derartigen Gemeinschaftsformen. Und der Marx sagt dann was sehr Interessantes. Also zwei Stellen kann ich da nennen. Die eine sagt, dass das Individuum verschwinden muss,
Das wird vergessen bei Ricardo. Es muss verschwinden. Es gibt keine Individuen mehr, sagt Marx. Und das Zweite ist, wir aber, deutet er auf sich selbst in einem Gespräch mit seiner Tochter, mit der Jenny, sagt er dann, wir aber müssen dann weg sein. Das heißt, die alten Menschentypen, die noch individuell waren und so weiter, kurz, sie wird dann ein völlig neuer Menschentyp sein. Da gilt das, was der Trotzki gesagt hat, wenn wir dann die Macht haben im Staat und wenn wir eine kommunistische Gesellschaft verwirklichen, dann wird der Mensch endlich daran gehen, nicht nur die Natur zu beherrschen, er wird auch seine eigene biologische Natur verändern. Also ich muss immer lachen, weil das ist exakt Harari, was der Trotzki damals Ende der 20er Jahre in einer Rede schon gesagt hat. Das hat er schon als Programm des Kommunismus verkündet. Der hat natürlich keine Ahnung gehabt, dass man das kann. Ja, das, wie Harari sagt, wir gehen unter die Haut. Ja, wir kommen nicht mehr von außen, wir gehen unter die Haut. Wir beherrschen die Menschen von innen. Und wir wissen besser, was sie wollen, als sie selber. Ja, das ist natürlich dann eine Gesellschaft, von der ich nichts sagen kann, weil die wird völlig neu und völlig anders sein. Meines Erachtens, aus meiner Perspektive, wird sie fürchterlich sein. Ja. Mich würde noch interessieren, was so eine wünschenswerte Zukunft für dich ist. Ich meine, wir können ja sagen, dass Zukunft nicht in dem Sinne determiniert ist, sondern sie wird ja immer im Jetzt hergestellt. Also unterschiedliche Zukünfte, die in der Gegenwart performativ hergestellt werden. Was wäre denn so eine wünschenswerte Zukunft mit Geld für dich? Ja, also es wäre eine Gesellschaft, in der Geld auf das reduziert würde, was man immer behauptet hat, dass es schon ist, ein reines Mittel. Ja, wir müssen, wenn wir zusammenleben wollen, bestimmte Tätigkeiten und Produkte aneinander messen. Ja, wir müssen Zahlsysteme haben, Messsysteme, die übrigens alle erst aus dem Geldverkehr hervorgegangen sind. Ja. Und wenn wir Handlungen koordinieren wollen, wenn wir also wirklich eine Zentralplanung machen wollten, dann müssen wir auch rechnen und so weiter. Also wenn das Geld auf diese Form einer bloßen Recheneinheit, eines bloßen Instruments reduziert werden kann, ich weiß nicht sicher, ob man es kann, aber ist zumindest denkbar. Denkbar ist es, ja. Dann kann ich mir eine Gesellschaft mit Geld vorstellen, die also einige ganz aparte Eigenschaften hätte, ja. Aber die Schwierigkeit ist immer, wir müssen ja von der jetzigen Gesellschaft ausgehen. Und die jetzige Gesellschaft ist eine Weltgesellschaft mit unheimlich heterogenen Kulturen und so weiter. Wollen wir die alle über einen Kamm scheren? Nee, das will ich auch nicht. Also wäre es ein lokales Experiment, so wie es viele utopische Träumer hatten, ja, dass man sagt, wir verwandeln jetzt Bayern oder Baden-Württemberg in ein Traumland. Das wird natürlich auch nicht funktionieren, weil wenn es wirklich toll ist, dann müssen wir riesige Mauern drumherum hochziehen, weil sonst Millionen Menschen reinströmen wollten. Also wir sehen, so wird es nicht klappen. Und eine Weltgesellschaft mit diesen Vorzeichen, das würde ich mir lieber nicht vorstellen. Ich finde das spannend, weil die Frage ja dann immer ist, wie kommt man dahin zu einer wünschenswerten Zukunft oder zu wünschenswerten Zukünften? Vielleicht meine letzte Frage. Würdest du sagen, es gibt eine zentrale Instanz, von der aus Gesellschaft gestaltet werden kann? Oder genau, die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung hat sich ja jetzt auch so den Titel gegeben, wie Wandel in der Gesellschaft überhaupt passieren kann. Hättest du da eine Antwort drauf? Also ich habe was gegen den Begriff der Gestaltung. Ich weiß, was Gestaltung ist. Gestaltung ist Handwerk. Handwerk setzt eine Materie voraus, der eine Form verliehen wird. Gesellschaft ist keine Materie, die man einfach formen kann. Und wenn man sie formen könnte von einer Zentrale aus, dann ist es eine totalitäre Dysutopie, ja, Dystopie. Also das Problem mit der Gestaltung ist genau diese Frage: Was ist Gestaltung? Was ist eine Gestalt? Was hat Gesellschaft für eine Gestalt? Was meint man damit? Ja? Meint man da die differenzierten Kommunikations- und Tauschprozesse? Oder was meint man damit? Meint man die unterschiedlichen kulturellen Nischen, die es gibt? Ja, es ist so unendlich vielfältig. Und dann müssen wir das Ganze ja noch eingebettet denken in Natursysteme, die auch noch ganz schön kompliziert sind. Wo sich nur zwar einige einbilden, sie könnten das alles berechnen, aber das halte ich für anmaßenden Größenwahnsinn, ja, dass man glaubt, dass das würde gehen. Also der Punkt ist,
ich sehe den Weg nicht zu einer Gestaltung, ohne dass ich sozusagen eine Gänsehaut kriege. Ja. Also was wir können, Zukünfte, du sagst ein, zwei, drei Zukünfte und wir suchen uns gleich so eine aus, so ist es ja nicht. Dann würden wir ja eine Zukunft ganz kennen und eine andere auch ganz können. Und dann können wir uns entscheiden, wollen wir dieses Ganze oder wollen wir dieses Ganze? Aber wir kennen niemals das Ganze. Und weil wir das Ganze nicht kennen, gestalten sich höchstens einzelne Elemente neu. Ja? Und da habe ich schon einen Vorschlag. Das einzige Programm sollte sein, immer wo Leid beobachtbar ist und wo Leid entstanden ist, versuchen wir möglichst Leiden zu mindern. Dann gestalte ich nichts positiv, aber ich nehme das Negative weg. Ja. Es kann natürlich passieren, wenn man das Negative wegnimmt, dass dann erst recht etwas Negatives passiert. Dann muss man halt da wieder weiterarbeiten. Also unermüdlich an der Minderung des Leidens arbeiten. Das wäre mein Wunsch. Und zweitens, intellektuell nicht unwichtig, unermüdlich daran arbeiten, falsche Gedanken zu kritisieren und loszulassen. Ja? Das ist die intellektuelle, wenn man so will, Begleitmusik für das Ganze. Aber das andere, das scheint mir eine ziemlich einfache Regel zu sein. Leiden mindern, jeder, zumindest in einem bestimmten Umkreis versteht jeder, was Leiden ist. Ja. Das Schlimme ist, dass das auch schon wieder durcheinander gebracht wird. Ja. Also für mich ist es selbstverständlich, dass ein bestimmter Umgang mit Kindern einfach nicht geht. Das ist tabu. Aber es gibt viele, die jetzt da plötzlich denken, ja, da könnte man Grenzen übersteigen und ja, ja, wenn Sie es wünschen, da können Sie auch Verkehr haben mit einem älteren Erwachsenen und solche Dinge passieren dann, ja. Also das meine ich, man muss respektieren, dass es einige, das sind zwar keine ewigen Konstanten, aber dass es doch konstante, tradierte, moralische Vorstellungen gibt, die wir einfach nicht übersteigen dürfen. Wenn das akzeptiert ist, dann kann man darauf bezogen Leid mindern. Dann kann man von solchen Kindern Arbeit wegnehmen. Ja, sie sollen nicht mehr arbeiten, sie sollen in die Schule gehen, sollen spielen. Oder man kann in Bezug auf Frauen sagen, dass bestimmtes Verhalten ihnen gegenüber absolut verboten ist, absolut untadbar ist. Da kämpfen wir dagegen. Ja. Aber wir haben jetzt nicht ein positives Frauenbild, das wir verwirklichen wollen. Ja. Dann sollen die Frauen selber gestalten, wenn man ihnen Zwänge wegnimmt. Die sind schlau genug, dass sie sich selber gestalten können. Ja. Also das ist dieser negierende Zugang, den ich aus dem Buddhismus gelernt habe, ja, der mir der richtige zu sein scheint. Und das ist für mich auch die richtige Form von Mitgefühl. Ja. Ich sage immer, wenn ich gefragt werde nach zwei oder drei oder vier Begriffen, nach denen ich mein Leben ausrichte, und da sage ich, ja, es gibt schon zwei. Erkenntnis und Mitgefühl. Die zwei. Und wenn ich mich an die halte, kann ich eigentlich nicht allzu viel falsch machen. Ja. Ja, ich höre da deine buddhistische Wirtschaftsethik heraus oder generell ethische Haltung, die im Hintergrund, glaube ich, immer langläuft. Ja, es freut mich, dass wir uns unterhalten konnten. Danke. Ein paar Erkenntnisse sind bei mir auf jeden Fall gekommen. Ich bin froh, dass wir Zukunft nicht determiniert gestalten können, sondern eben immer im Hier und Jetzt Zukünfte so oder so gestalten. Also ich glaube, Wirtschaft ist ja immer performativ. Genau, deswegen freut es mich. Nee, ja. Schön Nee, hat, ich, mir aus hat es Spaß gemacht, dem darf ich nur einen Satz zum Ja, Buddhismus sagen. ja. Mir kommt es nur darauf an, was der Inhalt ist. Ob man jetzt dem ein buddhistisches Label gibt oder ein christliches oder ein gnostisches oder ein taoistisches, was, das ist mir völlig egal. Ja. Also wenn ich sage Erkenntnis und Mitgefühl, dann meine ich genau Erkenntnis und Mitgefühl. Das hat nichts mit Buddhismus zu tun zunächst. Ja. Ja. Okay. Ja, vielen, vielen Dank. War mir eine Freude. Musik